Willkommen in London, wir sind im Wembley Stadion für das vorletzte Achtelfinale, Tag 4 dieser K.O.-Phase. Und zwei große Mannschaften spielen gegeneinander, die Niederlande gegen Argentinien. Natürlich ist es ein Halbfinale der WM gewesen, aber heute eben Achtelfinale, weil Argentinien nur Zweiter wurde hinter Mexiko. Trotzdem ist die Vorfreude riesig auf dieses Spiel und wir freuen uns auf die hoffentlich großartigen Momente dieser Partie. Zunächst mal die Nationalhymnen. Und auch wenn es nicht das Finale ist, es hat die Kulisse, die es verdient hat, dieses Spiel mit 90.000 hier im Regen in der Hauptstadt Englands, die sich alle auf die Partie freuen, auf ihn natürlich, auf Leo Messi, aber auch auf die Elftal, die alle drei Spiele bislang gewinnen konnte. Schauen wir einfach mal, wie die Mannschaft beginnt mit einem neuen System, genauso wie damals in Sao Paulo gegen Argentinien mit Fünferkette, bestehend aus Martins Indy, Vlahr, De Vrij, Van der Wiel und Blind, damit also zwei neue in der Mannschaft. Mit dem Rechtsverteidiger Van der Wiel und Martins Indy. Argentinien mit einem 4-3-3, ebenfalls genauso wie im Halbfinale mit zwei Veränderungen. Banega und Agüero beginnen für Lavezzi und Bilia. Die Verteidigung unverändert und insgesamt die Mannschaft auch, die sich gefunden hat in den drei Gruppenspielen, wenngleich nicht alles funktioniert hat. Es gab das Unentschieden zum Ende gegen Mexiko, auch das Unentschieden gegen Portugal, nur aufgrund des Auftaktsieges gegen Algerien hat man überhaupt das Weiterkommen geschafft, unter anderem dank seiner Tore. Leo Messi wird auch heute Argentinien vorantreiben müssen, damit es gelingt mit einem Viertelfinaleinzug. Und immer im Blick natürlich, dass auch die deutsche Mannschaft auf den Sieger dieser Partie treffen kann. Die spielt heute Abend dann in Birmingham gegen Russland beim letzten K.O.-Spiel dieser ersten Runde im Achtelfinale. Anstoß für Argentinien in den blau-weiß gestreiften Trikots mit schwarzer Hose. Die Elftal in Orange von links nach rechts. Erster Spielaufbau mit Linksverteidiger Rojo für Argentinien. Agüero schickt gleich mal Higuaín. Di María. Im Strafraum, gute Verlagerung, aber viel zu weit für Leo Messi. Erstes Mal gesucht im Spiel der Argentinier mit seinen Toren gegen Algerien. Hat er den Sieg zum Auftakt perfekt gemacht in Liverpool. Dann gab es dieses glückliche Unentschieden durch zwei späte Tore für Argentinien gegen Portugal. Messi, erstes Solo, es ist Agüero, Citizen. Lässt abholen. Dann gut verteidigt von De Jong. Nächster Ball. Argentinien mit Higuaín hängen geblieben an De Vrij, der jetzt mal nach rechts gegangen ist. Da wollen sie variabel bleiben. Blind, der eigentlich links spielt, hat gleich mal die Seite gewechselt. Und der Rechtsverteidiger Van der Wiel ist links. Afedai. Snyder von Persie. Schön gespielt. Aufgehalten von Rojo. Sie haben ganz klar Robin van Persie als den stärksten Mann der Elftal ausgemacht. Mit wichtigen Toren, mit einem ganz starken Spiel gegen die USA. In Everton war das beim zweiten Gruppenspiel, als man das Weiterkommen bereits perfekt gemacht hatte. Dann auch das Tor gegen Frankreich in Manchester. Es hat alles funktioniert, aber heute kommt eben ein ganz großer Gegner. Agüero. Higuaín. Einfach vorbei, abgelegt für Di María und De Jong einmal mehr verteidigt. Snyder, Van Persie, Robben startet und Robben holt sich den Ball zurück. Afedai für Van Persie.
Aguero. Higuain. Viel Kombination vorne. Rojo mitgelaufen gegen Vla. Oh, Ballverlust, das darf nicht passieren. Gut gemacht von Messi, aber dann haben sie es gerade so verteidigen können. Die Defensive der Elftal erstmals groß gewackelt gegen Messi, der mit Grätsche den Ball holt. Schneider. Der Mann hinter den beiden Spitzen, hinter Robben und Van Persie. Erneut Schneider. Gegen Banega. De Jong. Rechts raus für Blind. Garay gegen Robben. Und das gibt den ersten Eckball für die Niederlande. Blick ins Stadion, ausverkauft, wunderbare Stimmung und doch dieser heftige Regen hier in Englands Hauptstadt, der sich hoffentlich dann heute Abend in Birmingham gelegt hat für das letzte Spiel und für den Auftritt der deutschen Mannschaft gegen Russland. Zunächst mal geht es weiter mit Eckball für die Elftal Robben. Romero ganz sicher, hatte seine Auftritte im Spiel gegen die Elftal im Elfmeterschießen. Es gab ja kein Tor damals in Brasilien im Halbfinale. Es musste vom Punkt entschieden werden. Ähnliches kann heute auch passieren, wenngleich es in 6 Partien noch keine Verlängerung gab. Alle Sieger standen nach 90 Minuten fest. Gestern ja Italien und Costa Rica weiter. Trinidad und Tobago und Schweden aus dem Turnier ausgeschieden. Und heute also gibt es die letzten beiden Entscheidungen im Achtelfinale. Dann geht es weiter mit England im Viertelfinale. Also einige spannende Spiele vor uns in dieser jetzt doch spektakulären Schlussphase des Turniers. Mit wirklich guten Auftritten gestern. Afedai. Und das ist die Gelegenheit. Schneider, das ist das Tor. 1-0. Durch Wesley Schneider. Einmal nicht aufgepasst in der Verteidigung der Argentinier. Und das nutzen sie gleich zur Führung. Das war das wichtige erste Tor, das sie machen wollten und das sie wunderbar ausgespielt haben durch Afedai und dann Schneider durch die Beine von Romero. Sieht dann nicht gut aus, der Torwart, aber natürlich der Fehler in der Verteidigung, die da so viel Raum lassen rund um Garay und Rojo. Das darf nicht passieren gegen diese schnellen, wendigen Spieler und das kann bereits ein ganz wichtiges, entscheidendes Tor sein für die Mannschaft der Niederlande. Wesley Schneider trifft einmal mehr bei diesem Weltpokal und macht nach 24 Minuten das Tor mit der ersten Gelegenheit für die Niederlande. Banega. Eng geblieben an Martins Indy. Das ist einer der beiden Neuen und das System hat sich gleich mal ausgezahlt. Auch nach der Veränderung, wo man doch vom Spiel gesagt hat, warum verändern sie was? Es hat doch wunderbar funktioniert. Man hat seine Gedanken gehabt, hat sich etwas überlegt. Und das hat zumindest mit dem Tor gegriffen. Fehlpass von De Jong. Sabaleta. Higuain. Abgelegt und Di Maria. Messi. Doppelschuss für Argentinien. Erst Di Maria abgeblockt, dann Messi mit dem Nachschuss. Und er geht weit vorbei. Gelegenheit nicht genutzt. Abstoß Citizen. Halbe Stunde gespielt. Erste Großchance für Argentinien durch Messi.
Robben. Hat er zunächst viel Platz gehabt, aber dann gut verteidigt. Nächster Ball für Arjen Robben. Van Persie, Snyder erneut schnell kombiniert. De Jong, gleiche Position wie beim Tor. Abgedrängt und trotzdem die Flanke für Robben. Und fast das nächste Tor. Es geht über die schnellen Kombinationen durch die Verteidigung der Argentinier. Robben durchgesetzt gegen Zabaleta. Schwach verteidigt. Abstoß Romero. Glück für Argentinien. Das jetzt defensiv doch zum wiederholten Male nicht ganz sicher stand. Mascherano. Messi. Gut gespielt für Messi. Und Higuain. Mascherano, zweiter Ball. Raus für Zabaleta. Den kriegt er noch. Und Aguero mit der Flanke gesucht. Die Bälle kommen nicht an. Deswegen keine Chance für Argentinien. Higuain. Vorne stimmt alles. Die Verteidigung wackelt. Das haben wir bereits in den ersten Partien feststellen können. Auch gegen Algerien ja zwei Gegentore. Higuain. Aguero. Banega. Abgelegt. Di Maria. Links raus für Rojo. Auch er jetzt weit vorne. Ballverlust von Di Maria und Snyder. Und einmal mehr die zwei, drei Offensiven. Van Persie schickt diesmal Robben. Stark gemacht gegen Di Maria. Ganz viel Platz für Robben. Muss den Ball in die Mitte bringen. Da steht Afellay Romero. Gut gespielt bis zum Kopfball. Der war dann harmlos durch Afellay. Deswegen kein Problem für Argentiniens Torwart. 4 Minuten bis zur Halbzeit in einem ersten Durchgang, der vor allem übers Tempo geht. Gerade bei der Elftal, die durch das Tor von Snyder führt. Und momentan der mögliche Viertelfinalgegner der deutschen Mannschaft wäre. Noch allerdings ist Zeit für den Vize-Weltmeister. Rund um ihn, rund um Messi. So, Robben, gleiches Spiel. Robben, Snyder, Van Persie weit vorne, um diesen Angriff zu gestalten. Und das gelingt fast, aufgepasst diesmal von Garay. In der Innenverteidigung Argentiniens, in der nicht alles funktioniert hat. Und doch ist alles möglich. Eine Einzelaktion kann es vorne sein, die Argentinien zurückbringt. Ein 1:0, allemal aufholbar. Sie haben es gezeigt gegen Portugal, dass sie es schaffen können. Auch aus dem Rückstand noch Gefahr auszuüben. Halbzeit in London im Wembley Stadion. Die Niederlande führen durch das Tor von Snyder mit 1:0. Noch ist nichts entschieden, aber ein Vorteil ganz klar für die Elftal durch sein Tor, durch das von Wesley Snyder. Einmal die Verteidigung überwunden. Insgesamt aber deutliche Vorteile für die Elftal, die mehr Chancen hatte. Dazu noch die Kopfballgelegenheiten für Robben, für Afellay. Es bleibt allerdings alles offen. Wir sind gleich zurück mit dem zweiten Durchgang. Kurze Pause. Bis gleich im Wembley Stadion. In einer Viertelstunde geht's weiter. Bis dann.